Guten Abend. Nimm Platz. Willst du mich heiraten? Wie geht's? Wie geht's? Ah, gut. Ja. Ja, wenn ich Maler wäre, würde ich sagen, was mache ich morgen? Morgen mache ich mal blau. Ja, ja, ein kleiner Scherz, um ein bisschen anzuwärmen. Übrigens, diese SPD-Dame, die hier gerade zum Schluss zu sehen war. Ja, die kennst du? Nein, aber ich dachte zunächst, das ist Jens Riewer. Ich weiß nicht, ob man das mal sehen kann. Ei. Ja, können wir das gerade noch mal mehr, ne? Sehen, dieses doch in die Breite gehende Antlitz? Oder? Ja, es könnte eigentlich Jens Riewer sein. Ja? Ja, aber er hätte nicht nur eine Halskette um, wenn es wäre. Es könnte Jens Riewer sein. Hast du eigentlich gewusst, dass Snowden schon einen Job hat, falls er nach Deutschland kommt? Wird ab morgen an allen Bushaltestellen plakatiert. Werbevertrag für Edward Snowden. Denn er sieht aus wie einer, der hört zu Hause hat. Aus den großartigen Tagen, als die Hör zu noch eine Radiozeitung war. Das wissen ja die allerwenigsten. Deswegen heißt ja Hör zu und nicht Schau zu oder sowas. Ah, das war eine Radiozeitung. Schauen, das wusste ich auch nicht. Ja, damals. Ja. Falsch, noch. Wir wählen heute den Liebling des Monats. Ein Scherz folgt dem nächsten. Eine traditionelle Amtshandlung bei uns. Wir haben eine Reihe von Kandidaten, wie das Tradition ist bei uns. Ja. Und die wir jetzt vorstellen können. Und man kann das sozusagen selber besprechen. Ja? Ja. Und ich weiß, du bist ein großer Fan von Boris. Und du kannst hier... Magst du den Leuten erklären, worum es geht? Wie machst du das? Jetzt? Um Liebling des Monats? Ah, das hast du schon gesagt? Ja, das habe ich vorhin gesagt. Wann habe ich nicht gesagt? Habe ich das gesagt, dass wir den Liebling des Monats wählen? Hallo? Ja, die schlafen alle, du. Musst du anschreien. Nein. Schwerhörig. Sie werden doch den ganzen Tag angeschrien, ja. Oder? Nein. Ich hab doch vorhin gesagt, dass wir jetzt den Liebling des Monats wählen. Aha. Du hast nicht hingehört. Habe ich es nicht gehört, ne? Ja. Kann das sein? Vielleicht habe ich auch nicht deutlich genug gesprochen. Ja, ist gut. Okay, Olli. Wir wählen jetzt den Liebling des Monats. Ja. Ja? Ich hatte mal Lattenrost. Ja, wir stellen die Kandidaten vor und das Publikum entscheidet. Ja. Willst du anfangen? Ach so. Man muss sagen, warum man glaubt, dass man geeignet wäre. Ach, dass mein Liebling des Monats wird? Ja, nee, ich wäre gerne Liebling des Monats, weil ich nah bei den Leuten bin, jetzt auch im Auftrag der Pharmaindustrie. Kurt Beck. Ach so, okay. So? Ist das so? Kann man das sehen? Es sieht besser aus als im Original, du. Ich hab der Lilly immer mit der Fliegenklatsche um die Ohren gehauen. Und sie hat mit dem Toastbrot das Auto vom Pocher geputzt. Reicht ja schon. Sehr gut. Scheiße, ich habe noch so eine leichte Bronchitis. Da müsste ich jemand anderen parodieren. Ich weiß bloß nicht. Ja, wer mit leichter Bronchitis, wen denn? Eckart von Glänen? Den kenne ich gar nicht. Ich dachte, das ist Prinz Bibi von Anhalt oder wie der heißt. Nee, das ist unser früherer Staatsminister, der jetzt in die Dienste von Daimler-Benz geht. Aber die Staatsanwaltschaft will sich das erst noch mal genauer angucken. Du kennst ihn nicht? Was ist mit den Haaren passiert? Ausgeschieden. Ja. Was ist mit Snowden? Ja, musst du vormachen. Nee, ich kann ihn ja nicht. Ich kenne ihn nicht. Kriegt Edward Snowden hier Stimmen bei Ihnen als Liebling des Monats? Vielleicht, wenn er einen Mund von Boris hat. So, was ist mit Hans-Christian Ströbele? Das ist ganz gut eigentlich. Kurt Beck bleibt im Rennen. So, guck mal. Auch schon weg. Susanne Gaschke. Oh, die ist gut. Testosterongesteuerter Hass. Diese testosterongesteuerten Medien- und Politikertypen. Wenn ich durch die Stadt gehe, erlebe ich keinen Hass. Ich lebe Menschen, die mich umarmen. Und das ist noch viel schlimmer. Ich bin weich. Oder mein Keks. Susanne Gaschke? Kennen Sie die ehemalige Bürgermeisterin? Ah, ja, ja. Also, Wahnsinn. Oh. Natürlich habe ich gebaut. Das ist ganz gut. Das Geld ist ja da. Ich hab Und was fehlt, holen wir uns in der Diözese Köln.
Vielleicht kannst du ein bisschen was abzweigen für mein Palais auf Mallorca. Rübe, Rübe. Das ist verkehrt. Ja, oder die Nummer, der Bischof spricht mit Boris Stimme. Aber ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Ich hab auch, der Papst jetzt, der hat Ochsenblutschuhe. Und ich hab mir Socken machen lassen mit Engelshaar aus goldenem Lametta. Wobei der Papst hat ja gar keine Ochsenblutschuhe mehr. Der neue, er hat ja so also ausgelatschte Alltagsschuhe, weil er möchte nicht mehr Ochsenblutschuhe tragen. Das stimmt. Ja. Also wie sieht's aus? Bischof Thebarz van Elst, gut im Rennen, ja. Boah, das sieht ja eisenhart aus hier, genau. Ist der noch drin? Wisst ihr eigentlich, wem wir da oben in den Logen das Geld aus den Taschen ziehen, damit ihr für 7 Euro auf dem Stehplatz sein könnt? Sehr gut. Das ist sehr gut. Das hat kaum einer erkannt, offenbar. Aber ja, weil ich meine Stimme verstellt hatte. Ey, wenn man das so nimmt, kann man es nochmal für eine MDR-Show verwenden, oder? Ja, da gibt's. Ja. So, Uli Hoeneß ist ausgeschieden oder kriegt auch eine Stimme? Jetzt wird's eng. Das heißt also, die Entscheidung fällt zwischen, wenn ich das richtig sehe, Uli Hoeneß und dem Bischof. Ist das so? Ja. Wer ist für den Bischof? Wer ist für Uli Hoeneß? Oh! Bischof Thebarz van Elst, unser lieber. Du guckst doch völlig, ich versuche das. Angewidert, lass mich sagen. Ich bin überhaupt nicht angewidert. Doch, du wirkst angewidert. Ich bin ja. Nein, ich bin nicht angewidert. Ich versuche, ob man hier noch irgendwas draus machen kann. Was meinst du denn? Ja, weiß ich nicht. Was meinst du mit draus machen? Aus diesen Köpfen da. Aber es war eine gute Idee von dir. Was? Ach so. Dieses Spiel mit den, mit den Köpfen. Ja. War doch deine Idee, oder nicht? 7 Tage, 7 Köpfe. War das nicht deine Idee? Hässliche Deutsche. Was? War das nicht deine Idee? Nein, ich glaube, das war die Idee von euren verdienstvollen Mitarbeitern. Nee, die haben mir gesagt, Olli möchte mit verstellter, oder nicht mit verstellter Stimme, aber mit Mund raus. Ach, sozusagen. Ist es nicht? Du, jetzt haben wir den Bischof, das Foto vom Bischof hier nicht hier, oder? Tatsächlich, oder? Oder habe ich es irgendwo? Der gewonnen, vielleicht klebt er schon drauf. Dann sehen die Leute, wie gut es vorbereitet ist. Ah, hier ist er. So. Ja. Jetzt klebe ich mal drauf, während du singst. Ja, ich soll was singen? Ja, oder nicht? Das kann ich machen, ja. An so manchem Ort treibt man Wintersport und die Damenwelt opfert das letzte Geld. Alle sagen, es ist so gesund, doch das ist gar nicht der Grund. Nein, ich weiß es ganz gewiss, dass es nur ein Vorwort ist, denn der wahre Grund, es ist viel mehr. Ta-ta-ta-ta. Er, ja wer? Ja, der Herr Skilehrer, das ist der Fischerbuhr, dem fliegt die Skihaselherzen ganz von selber zu. In jedem Kurs hat er eine, die besonders oft fällt. Ich habe leider noch etwas Husten. Entschuldigung. Echt, ich konnte bis gestern überhaupt nicht mehr sprechen. Ja. Bist du erkältet? Nein, ich habe Bronchitis. Oh. Ja. Ja, und weißt du, wo du dir das geholt hast? Apotheke. Ich war in der Apotheke drin und habe mir Milch mehr geholt. Versteht keiner, ne? Doch, sag das. Niemand, das war ich, so, jetzt gerade, der einfach versucht hat mit etwas, ja. Ja, und hast du dich irgendwo zu leicht angezogen gehabt, jetzt in der Übergangszeit? Es ist ja eigentlich keine Übergangszeit mehr, ich ne? Ich bin ein wenig Fahrrad gefahren mit einer Badehose. Ich weiß es nicht, ich muss irgendwas erzählen, warum wird man krank? Vielleicht, das weiß man nicht, gerade bei Erkältungen gibt es eine Fülle von Gründen, die alle nicht zutreffen. Ja, genau, ein Ergebnis vom Eishocken. Wieso? Kalter Arsch. Zu kompliziert, oder? Ja, das kapiere ich gar nicht. Was ist das denn? Wenn man sagt, ein Ergebnis vom Eishocken. Kalter Arsch. Ach so! Ja. Oh, das ist na, echt was? Toll. Ja, das ist schon gut, aber es ist sehr kompliziert. Ja. Ein Ergebnis vom Eishocken. Ja. Ja. Pferdebrennen. Oh. Wenn man dran Feuer hält. So. Ja. Ich könnte noch einige andere Sachen. Ja, mach mal. Kennst du Vogelfußball, Ornithologensport? Nee. Oliver Pelikan kassierte in der 46. Fütterungsminute einen Jodas-Elfmeter. Das Eizappel im Nest, Pelikan konnte mal wieder seinen Schnabel nicht halten und zwitscherte den Schiedsrichter an. Hey, ist kranig fair, du alter Kacker, du. Anschließend wurde Pelikan wegen grobem Pfau und Schwalbe im eigenen 16. mit gelb-roter Amselkarte vorzeitig vom Spatz gestellt. Pelikan sagte später, er habe gar nichts tun können, aber sein Protest stieß auf taube Ohren, Tauben, so muss man sagen. Ach, so, deswegen Bayern Hühnchen wird nie tabellensittig. Ja, und das hast du abrufbereit. Ja, naja, was soll man machen? Willst du mich heiraten?
Du bist mein Held. Sag mal, wenn du so in Hamburg essen gehst, triffst du auch mal Kollegen oder Kolleginnen, die dann da reinkommen und dich begrüßen? Kollege oder Kollegin? Ja. In Hamburg? Beim Italiener oder so. Im angesagten Italiener oder so, die sagen, hallo Olli. Ja, manchmal kommt das vor, aber ganz selten. Ja, ganz, ganz selten. Weil du nicht so häufig weg bist? Oder? Naja, das sind ja nur so die Behinderten und so, so wie ich halt. Ne, weißt ja, die sitzen da so rum. Ne? Und die richtigen Komiker, die sind ja in anderen Städten, sind hier. Ach so. Ja. Ah, verstehe. Ah, kleine Spitze. Ja. Olli, schade. Ja, schade, wo es gerade so gut läuft hier. Ne? Ja, dass du schon wieder gehen musst. Aber ich bleib einfach sitzen. Oder? Ja. Haben wir noch einen zweiten Stuhl? Haben wir noch einen zweiten Stuhl? Ja. Oh, dann muss ich nicht das Schild zeigen. Nee, dann bleib sitzen und dann schläfst halt ein bisschen. Ja. Und ich weck dich. So wie Uli Hoeneß, der bleibt sitzen. Der bleibt ja sitzen, weißt du? Meinst du, er bleibt sitzen tatsächlich? Meinst du, wir knacken den? Nein. Nein. Nein, ich glaube, dass die Selbstanzeige korrekt war. Ja. Nur, wie gesagt, verspätet. Hat man oft, dass das Faxgerät gesponnen hat oder so, irgendwie so. Ja. Glaube ich. Ja, glaube ich. Hoffe ich. Wünsche ich mir. Ja, er bleibt da, meine Damen und Herren.